Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strecke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte.